Einen wunderschönen. Dieses Jahr nehme ich dich natürlich auch wieder mit zur WaterCon. Für mich fing die WaterCon dieses Jahr mit dem Interview von René Dom-Claude an, am deutschen Synchronsprecher. Danach wollte ich mir eigentlich ein Autogramm abholen, war aber ziemlich voll und habe mir gedacht, läufst dann lieber drinnen noch mal ein bisschen rum. Dort war tatsächlich auch einiges los und hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und dann ging es für mich tatsächlich schon direkt weiter zum Catwalk. Ja, fand ich tatsächlich, war die WaterCon irgendwie ein bisschen mau, was auch die Tische und Stände mit anging. Den Contest habe ich mir zum Beispiel leider gar nicht mit angeguckt, weil die Security immer noch weiter Leute mit reingeschickt hat in dem Bereich, weswegen das dann leider für mich persönlich zu voll war und ich auch keine vernünftigen Bilder irgendwie machen konnte. Im Allgemeinen war irgendwie ein bisschen mau dieses Jahr. Dennoch hat es mir im Großen und Ganzen sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder ein bisschen voller wird, was die Stände und sowas angeht. Aber da lasse ich mich gerne überraschen. Wir sehen uns bei der nächsten Convention. Bis dahin. Ciao, ciao.